guten Morgen, hereinspaziert. Der berufliche Alltag hier in der Krippe bei der Stadt Lörrach beinhaltet vor allen Dingen, würde ich sagen, im Hier und Jetzt sein. Also Kinder sind im Hier und Jetzt und unsere Aufgabe ist es, da mitzugehen, mit den Kindern im Hier und Jetzt zu sein und mit ihnen die Welt zu entdecken und erobern und die Magie, würde ich sagen, in kleinen Dingen sehen. Ein Kieselstein kann etwas ganz, ganz Großes sein und das, finde ich, macht unseren Alltag hier auch aus mit den Krippenkindern. In den städtischen Kitas orientieren wir uns in der Arbeit mit den 3- bis 6-Jährigen am offenen Konzept. Und mich überzeugt das, weil wir den Kindern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten in der Kita bieten können, sie selbstbestimmt den Kita-Alltag mitgestalten können und ich mich als Experte für einen Bildungsbereich im Team einbringen kann. Ein Erzieher, eine Erzieherin sollte folgende Eigenschaften mitbringen. Eine gute Beobachtungsgabe haben, reflektionsfähig sein und, ganz wichtig, humorvoll. Während der Ausbildung hat man eine gute Vernetzung zum Arbeitgeber, als Stadt Lörrach in diesem Fall. Sie stärken einen permanent den Rücken und stehen auch beispielsweise für Kosten gerade. Gerade im letzten Jahr, während man die Facharbeit schreibt in der Ausbildung, übernehmen sie die ganzen Kosten für die Produktion und Verarbeitung der Facharbeit. Ja, die Zusammenarbeit mit unserem Träger, der Stadt Lörrach, ist eine sehr gute, offene Zusammenarbeit. Ganz besonders mit dem Fachbereich, dem wir zugeordnet sind, der Fachbereich für Bildung, Soziales und Sport. Da wird ein sehr großer Wert auf eine gute, qualitative Arbeit in den Kitas gelegt. Sie befürworten das offene Konzept und bieten dementsprechend uns auch sehr viel Fortbildungsmöglichkeiten und eine entsprechende personelle und räumliche Ausstattung. Die Stadt Lörrach bietet vielzählige Möglichkeiten, sich weiter und fortzubilden. Ich darf aktuell eine Weiterbildung als Picklerpädagogin machen und bin da im Grundkurs. Und das wird mir von der Stadt ermöglicht, finanziert und im Dienstplan berücksichtigt. Das freut mich. Auch als Mama bietet die Stadt Lörrach einen flexible Arbeitszeiten, sodass sich Familie und Beruf unter einen Hut bringen lassen.